Letzte Woche habe ich ja 1,5 Stunden verwendet, um diese ganzen Sachen für eine Gunpowder Farm zu sammeln. Und heute ist es Zeit, die nächsten 1,5 Stunden für den Bau zu verwenden. Also würde ich sagen, suchen wir uns mal eine passende Location aus mit den nicht vorhandenen Raketen. Ich hatte mir ja so gedacht, dass wir das da hinten hinbauen. Ja, ich würde sagen, wir bauen das hier. Das sollte schon passen. Ist halt dann eventuell ein bisschen ineffizienter. Muss ja nicht so effizient sein, muss ja nur 5000 Gunpowder muss es liefern. Oder ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr eigentlich. So, ich würde mal sagen, ich schnapp mir schnell mal die Temporary Blöcke. Das sind 2 Stacks dort. Und die ganzen Schalker. Dann würde ich sagen, kann der Bau beginnen. So, jetzt habe ich auch schon mein erstes Problem und zwar ist das ganze Glas leer. Deswegen würde ich sagen, fliegen wir mal schnell zurück und hoffen, dass das ganze Ding in der Render Distance war und dass da jetzt noch schön was auf uns wartet, weil sonst muss ich jetzt erstmal ein bisschen beim Glas warten. Okay, da ist tatsächlich jede Menge Glas fertig. Muss ich erst nochmal gucken, dass ich einen Creeper finde, damit ich noch ein bisschen Gunpowder kriege, um wieder rüberzukommen. Ah, das sind ja schon welche. Oh. Mann. Doch hier. Ja. 2, 4 könnte erstmal reichen. So. Und wir können wieder abheben. Das ist auch schon im Moment mein Fortschritt. Ja, mal gucken, wie weit wir mit dem Glas kommen.
Juhu, das ganze Glas ist durch. Das heißt, jetzt sollte ich auf jeden Fall den Bau abschließen können, wenn ich jetzt wieder rüberfliege. Es fehlen vielleicht ein paar Trapdoors, aber mal sehen. So, das nächste ist dann, glaube ich, die vorletzte Ebene. Juhu! Sieht gut aus. Alright, der Rest ist jetzt relativ einfach. Und zwar brauchen wir einfach die ganzen Trapdoors jetzt. Und die müssen an die Decke von jedem einzelnen Layer. Von jedem einzelnen. Los geht's. Aua. Ich kann doch jetzt hier nicht drauf gehen beim Bau. Oh mein Gott. Falls ihr euch übrigens fragt, wofür diese Trapdoors überhaupt nützlich sind, die sind da, um zu verhindern, dass Skelette oder Zombies spawnen. Denn Creeper sind kleiner als Skelette und Zombies. Und durch die Trapdoors können hier keine Skelette oder Zombies spawnen. Und das Spinnenspawnen wird durch diese Glaspfeiler verhindert. Ja. Nein, bitte nicht. Danke. Oh mein Gott. Trapdoors sind alle. Das heißt, wir fliegen jetzt nochmal schnell in den Wald. Oh, wir haben schon viel zu viel. Aber egal, das nehme ich jetzt auch noch mit. So, jetzt kommen endlich die Soul Campfires dran. So, dann mal ab bis auf Höhe 180. Oh mein Gott. Alter.
So, die Farm ist jetzt soweit fertig, bis auf im obersten Teil fehlt noch der Wassereimer. Dann hier der letzte Wassereimer. So, ich habe das Video jetzt nicht fertig geguckt. Also es könnte sein, dass ich jetzt alles falsch mache und die ganze Farm in die Luft fliegt. Aber diese Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering. Alright, dann würde ich sagen, weinen wir die ganze Farm mal ein und machen so 20 Minuten oder so. Wir machen den Hebel hier an, damit ist die Glock aktiviert. Und damit wird dann das ganze Wasser hier freigelassen. Und ich würde sagen, ich sehe euch in 10 Minuten wieder. So, das war jetzt eine Nacht. Das müssten ziemlich genau... oh mein Gott. Uiuiui, das war ziemlich knapp. Das müssten ziemlich genau 10 Minuten gewesen... Oh, warte, ich soll es vielleicht auch ausmachen. Ziemlich genau 10 Minuten gewesen sein. Mal gucken, wie viel wir erwirtschaftet haben. Also, das sind schon mal 2 Stacks. Ungefähr 4 Stacks. Das wären ungefähr 19 Stacks. Das ist nicht so lange. Ich denke, das können wir in der nächsten Folge oder so schon erreichen. Und ich würde dann jetzt auch erstmal sagen, das war's mit dem Video. Lasst sehr gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehe ich euch hoffentlich nächste Woche wieder. Denn nächste Woche sammeln wir das TNT für die große Sprengung. Und jetzt erstmal, ciao.